Von diesen Frauen solltest du auf jeden Fall die Finger lassen. Im heutigen Video möchte ich dir gerne eine Situation erzählen, die ein Kunde von mir vor kurzem hatte und warum er auf gewisse Signale hätte hören sollen, die ihm gezeigt hätten, dass diese Frau eben toxisch ist und er sofort den Chat mit ihr beenden sollte. Hi, willkommen zu einem neuen Video mit mir. Von diesen Frauentypen solltest du die Finger lassen. Ich möchte gerne in der nächsten Zeit euch öfter auch mal wieder Chats zeigen, die ich bei Kunden begleite und was die Learnings aus diesen Chats sind, damit auch ihr euch das Beste daraus rausziehen könnt, weil nur weil ein Mann vielleicht einen blöden Chat mit der Frau hatte, heißt es ja nicht, dass euch eins zu eins genau das Gleiche passieren muss. Es gibt ein paar Signale, auf die man achten kann, damit einem toxische Frauen direkt auffallen und man sie aussortiert. Und das möchte ich euch gerne anhand eines Beispieles heute zeigen. Ich habe vor kurzem einen Chat begleitet und bei meinem Kunden war es eben so, dass er auch relativ viele Frauen auf Instagram anschreibt. Wer meinen Online-Dating-Kurs kennt, weiß, dass ich oft den Tipp gebe, dass man über Tinder die Frauen, die ihren Instagram-Account verlinkt haben, nicht über Tinder anschreiben soll, weil du dann ja erstmal aufs Match warten musst, sondern einfach den Account benutzen, sie auf Instagram anschreiben. Dafür brauchst du natürlich auch meine Anleitung, wie man sich ein schönes Instagram-Profil aufbaut, damit das auch ansprechend aussieht, aber dazu an anderer Stelle gerne mehr. Und dann kommt es ja natürlich häufiger auch vor, dass man auf Instagram mit Frauen chattet. Eben so ein Chat hatte er mit einer Frau, sie ist ihm auf Tinder aufgefallen, er hat sie dann aber auf Instagram angeschrieben. Und am Anfang war es noch so relativ okay, wir hatten einen ganz coolen Opener, ich blende es euch jetzt hier mal ganz kurz ein. Dann war einfach mal ein paar Tage Funkstille, er hat aber auch nicht mehr geschrieben, weil er einfach auch noch ein paar andere Chats hatte und es ihn nicht so ganz interessiert hat. Was ja gut ist, weil ich euch ja auch immer sage, bitte investiert nicht so viel Energie und Wünsche in einen einzelnen Chat, weil dann werdet ihr immer enttäuscht. Das führt nur zu Frustration. Und dann war es aber relativ schnell so, dass ich auch gemerkt habe, okay, die ist ein bisschen anstrengend. Ja? Woran merkt man das? Zum Beispiel hat sie Späße zu ernst genommen. Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel meine Offensive Opener benutzt, ein bisschen frecher bist, die Frau auf die Schippe nimmst und so, dann kannst du natürlich die Frau auch so immer ein bisschen antesten, ob sie Humor hat. Und ich blende es euch jetzt hier gerade wahrscheinlich, blende ich gerade hier schon die ganze Zeit den Chat ein, so lang war er nämlich nicht. Ich habe dann relativ schnell gesagt, zieh bitte die Reißleine. Aber ja, es war einfach so, dass sie, da sitzt eine Spinne, das war einfach so, dass sie relativ wenig Spaß verstanden hat. Ihr seht es jetzt auch hier im Chatbeispiel. Und ja, es war dann so ein bisschen festgefahren. Er so, ja Lula, ich weiß nicht mehr, was ich schreiben soll. Und die hatten kurz so über die Entfernung geredet und irgendwie hing sie so voll, es hing so voll dran fest an dieser Entfernung. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schreibst du jetzt einfach, war schön, dich kennengelernt zu haben. Und er ist schon so panisch, ja, er hat schon so zu viel in diesem Chat gesehen und in dieser Frau, weil sie ihm optisch auch sehr gut gefallen hat. Es war wirklich eine hübsche, muss ich sagen, aber das ist vollkommen irrelevant, wenn der Charakter nicht stimmt. Und das hat man hier einfach sofort gemerkt, dass sie einfach eine dumme Nuss ist, weil sie hat dann gleich so einen gemacht auf, ha, ja, okay, weil er geschrieben hat, war schön, dich kennengelernt zu haben. Ich habe ihn dann überredet, es zu schreiben. Und dann ist sie direkt so drauf angesprungen, naja, wenn schon selbst das für dich ein Problem ist. Also man hat schon so unterschwellig gemerkt, okay, krass Mädchen, du verstehst erstens keinen Spaß, du kannst so null drauf eingehen. Also sie hätte einfach irgendwas Freches zurückschreiben können. Ja, also ich sag mal, wir haben ganz oft so Situationen, dass man weiter weg voneinander wohnt. Das ist überhaupt kein Hindernis. Und wenn man dann sowas schreibt, ja, war schön, dich kennengelernt zu haben, dann kommt einfach ein Lachsmiley und dann schreibt man weiter. Ja, also es ist weniger ein, okay, ciao, ich schreibe dir jetzt nie wieder, weil du wohnst mir zu weit weg, sondern eher auch ein, okay, ich bringe jetzt ein bisschen Spaß und Witz in diesen Chat. Also, schon da habe ich gemerkt, okay, mit der ist nicht gut Kirschen essen, habe zu ihm gesagt, ganz ehrlich, lösch die, mach einfach den Chat weg, schreibt der nicht mehr. Und er war schon so deep drin, weil er sie so hübsch fand, so, Lola, nein, wieso, es ist doch alles in Ordnung. Ich so, Digga, es ist überhaupt nichts in Ordnung, aber okay, schreib weiter, wenn du Bock hast, schreib weiter. Und ich habe gesagt, dann warte wenigstens bis morgen, ja, weil jetzt kommt da gerade sowieso nichts bei rum. Und ich blende es euch jetzt hier auch nochmal ein, weil er wusste am nächsten Tag natürlich wieder nicht, was er schreiben sollte. Warum? Weil der Chat auch ihm keinen Spaß gemacht hat. Also wenn du nicht weißt, was du einer Frau schreiben sollst, dann seid ihr nicht auf einer Wellenlänge. Dann macht der Chat dir keinen Spaß. Dann musst du dir Dinge aus den Fingern saugen. Ich merke das, wenn jemand eine Frau kennenlernt online und mich kaum fragen muss, was er schreibt. Dann merkt man so richtig, ey, der ist on fire, der hat Bock auf die, die hat Bock auf ihn, das funktioniert. Die schreiben gleiche Teile Chats, also von den Wörteranzahlen her, Zahlen, Buchstaben her. Genau, und es ist einfach dann so leicht und es fühlt sich dann so gar nicht anstrengend an. Und das ist der Punkt, wo ich euch haben will, weil dann macht Chatten Spaß, ja. Und dann sagt man nicht, Online-Dating funktioniert nicht. Nein, du weißt einfach nur nicht, wie es läuft, ja. Wenn du es lernst, macht es auch Spaß. Wenn du es kannst, wenn du das Game richtig spielst,
Ist das super cool. Ist das eine tolle Abendbeschäftigung. Du lernst richtig tolle Leute kennen. Ich habe selbst eine Freundin kennengelernt über Online-Dating. Einfach nur, weil man einfach geschrieben hat, ja, und so ein bisschen gequatscht hat und so. Und wir verstehen uns seit 4, 5 Jahren, ist das her. Mega. Und das will ich einfach euch zeigen. Das Chatten, wenn das Spaß macht, wenn man auf einer Wellenlänge ist, dass man nicht permanent da sitzt, was schreibe ich jetzt? Oh, ist das nervig? Jetzt muss ich schon mal wieder überlegen, was ich schreibe. Nein, das ist so ein, du bist dann im Flow. Und das macht dann richtig Spaß. Gut, aber da war es halt so am nächsten Tag, er schon wieder, ich weiß nicht, wie ich schreiben soll. Ist okay. Ey, diese Spinne, die nervt mich jetzt gerade voll, ne? Aber die bewegt sich nicht. Dann meinte er ja, hast du einen Tipp? Und dann sage ich natürlich auch, was er schreiben soll. Also ich versuche natürlich euch immer, gerade bei meiner WhatsApp-Betreuung immer mit Fragen dahin zu bringen, dass ihr selber drauf kommt, was ihr schreiben könnt, damit ihr wirklich nachhaltig lernt, wie das Chatten funktioniert. Aber manchmal ist es einfacher, wenn ich sage, okay, schreib einfach das. Und dann habe ich gesagt, schreib einfach, ich habe gerade nach Flügen zu dir geschaut. Es war ein Witz, okay? Jede andere Frau, die ein bisschen Humor hat, hätte darüber gelacht. Die ist wieder voll drauf angesprungen. Ich blende es euch jetzt hier wieder ein. Und hat mal wieder gezeigt, was ich den Tag vorher auch schon gemerkt habe. Ich habe da ja die Glaskugel. Ich kann euch innerhalb von ein paar Sätzen, die ihr hin und her schreibt mit den Frauen, und wenn ich mir ihr Profil angucke, schon sagen, was das für eine ist. Ob sich das lohnt oder nicht. Egal, ob die hübsch oder hässlich ist, ist egal. Das ist einfach manchmal so, zwischen den Zeilen liest man extrem viel. Also ich kann das irgendwie. Und da war es dann auch wieder so, ihr lest es, ihr seht es, und da habe ich gesagt, lasst die einfach, löscht die. Und das sind die Frauen, von denen ihr die Finger lassen solltet. Also wenn ihr mit meinen Offensive Openern und einfach so ein bisschen frechen Bemerkungen im Chat merkt, die Frau reagiert darauf nicht, ja? Ihr testet die so ein bisschen an und ihr habt einfach das Gefühl, die versteht keinen Spaß. Ja, mit der habt ihr keine Freude. Stellt euch mal vor, ihr würdet die bestimmt ins Bett kriegen und auch in eine Beziehung mit meiner Hilfe, ja? Ist gar nicht so, wie heißt das? Unrelevant, unwahrscheinlich, gar nicht so unwahrscheinlich. Aber ihr werdet mit der Streits haben, die ist zickig. Die kriegt Dinge in den falschen Hals, die ihr nicht so gemeint habt. Ihr müsst ständig überlegen, nicht ständig, aber oft, wie ihr was formuliert, damit sie das nicht falsch versteht. Und ganz ehrlich, warum leuchtet jetzt mein Mikro blau? Ist da jetzt der Ton kaputt? Ihr tut euch wirklich einen Gefallen, wenn ihr solche Frauen schnell aussortiert. Ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Was sind eure Signale? Also, wenn ihr mit Offensive Openern und mit frechen, witzigen Bemerkungen die Frau ein bisschen antestet und ihr merkt, die verbeißt sich da rein und versteht keinen Spaß und lacht überhaupt nicht über diese Witze, sondern nimmt die zu ernst und macht daraus direkt ein Problem. Ja, also wie sie jetzt hier in dem Beispiel, wo sie direkt meinte, ja, ich bin da altmodisch und Entfernung und bla bla bla. Und wenn das schon für dich ein Problem ist, ja, also sie hat das einfach alles zu ernst genommen. Und wenn ihr merkt, in egal welchen Situationen, ob es um Ernährung geht, um Dinge, über die man vielleicht am Anfang auch nicht reden sollte, wie Familie, Politik, Ex-Freunde und so, und ihr merkt, die lacht nicht, die versteht keinen Spaß, sie nimmt alles viel zu ernst, dann bitte spart euch diese Lebenszeit, auch bei Freundschaften, auch solche Freundinnen zu haben, ist furchtbar. Ich sortiere solche Frauen direkt aus, weil mit denen habt ihr einfach keine leichte Beziehung, wo man merkt, man ist auf einer Wellenlänge und man denkt oder redet einfach auch auf einer Wellenlänge, indem man sich nicht missversteht, sondern das, was man sagt, kommt auch wirklich beim anderen so an. Und wenn das nicht der Fall ist, direkt skippen, Leute, wirklich. Das sind, also ich finde das Wort toxisch immer so bescheuert, weil das wird inzwischen so inflationär verwendet, weil viele Menschen gar nicht wissen, was toxisch bedeutet. Auch das ist noch nicht toxisch, sondern es ist einfach nur ein scheiß Charakter, auf den man keinen Bock haben sollte. Aber ihr wisst, was ich meine. Lasst es einfach. Und immer, wenn du das Gefühl hast, dass du dich in jeden Chat zu sehr reinhängst, dann liegt es daran, weil du zu wenige Optionen in deinem Leben hast. Du hast zu wenige Optionen von Hobbys, von Freunden, von Frauen, von Menschen in deinem Umfeld, die dich irgendwie bereichern, ja? Und dann verbeißt du dich in solche Chats. Glücklich wirst du dadurch nicht, aber das sollte für dich ein Signal sein, dich wieder mehr auf dich selbst zu konzentrieren. Das war jetzt ein ganz, ganz wichtiges Video, Leute, und ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen die Idee geben konnte, wie ihr in Zukunft schneller Chats beenden könnt, die euch einfach nicht gut tun und die langfristig auch zu nichts führen. Wenn du jetzt Lust hast, einfach noch tiefer in diese Themen reinzugehen und das Gefühl hast, du brauchst noch mehr Unterstützung bei Chat-Analysen, beim Kennenlernen mit Frauen, beim Chatten mit Frauen, dann geh doch mal auf meine Website und schau dir meine verschiedenen Pakete an. Ich habe inzwischen so viele verschiedene Modelle, damit für jeden was Passende dabei ist. Ob das Full-Circle-Programm, wo man wirklich alle 14 Tage Calls mit mir hat, über alle möglichen Themen spricht und die WhatsApp-Betreuung 3 Monate lang hat, oder wenn man einfach isolierte Chat-Analyse und Hilfestellung bei Kleinigkeiten haben möchte, dann ist natürlich auch nur eine WhatsApp-Betreuung da.
Oder wenn du eine E-Mail-Betreuung möchtest. Also ich habe wirklich so viele verschiedene Modelle. Und natürlich, last but not least, meine tollen Kurse, die du dir einfach selber reinziehen kannst, weil sie ja schon fertig produziert sind. Online-Dating, Better-Dates, attraktive Frauen-Daten und mein Audiokurs Männlich und Selbstbewusst, wo man ein starker, selbstbewusster Mann wird und seinen Selbstwert nach und nach immer mehr aufbaut. Das sind meine Produkte, die online sind. Es wird noch vieles, vieles mehr geben. Dieses Jahr ist ein ganz aufregendes Jahr. Mein Buch Kunst des Flirtens kommt bald raus. Ich werde euch da natürlich auch auf dem Laufenden halten. Und ein eigener Online-Shop ist jetzt auch in den letzten Zügen, in Planung schon lange und jetzt bald auch online und für euch verfügbar, wo ich richtig echte Produkte zum Anfassen auch verkaufe, wo ihr einfach eure Motivation dadurch noch mehr stärken könnt, wo ihr euer Mindset aufbauen könnt. Es sind, ach Leute, es sind so tolle Produkte mit dabei, die euch einfach helfen, zu einem positiveren, lebensfroheren Menschen zu werden. Mann. Und ja, wenn euch mein Kanal gefällt, wie immer, abonnieren, Daumen nach oben nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.